Herzlich willkommen zu Vlog Nummer 4. Ich bin Robert Gräfer, ein freischaffender Musiker aus Thüringen. Der dritte Song für mein kommendes Album Poetry of a Cynic ist fertig. Wir werden heute ein bisschen reinhören und ich werde euch erzählen, wie ich prinzipiell ans Texteschreiben rangehe. Mein Workflow funktioniert so, dass ich immer die Musik zuerst schreibe und dann den Text. Es kann sein, dass vielleicht schon eine Titelidee da ist, während ich die Musik schreibe oder auch bevor ich sie schreibe. Oder dass Text und Musik parallel entstehen. Aber es ist eigentlich nie so, dass ich einen Text habe und dazu dann Musik schreibe. Als Kind damals in der Grundschule habe ich schon, bevor ich überhaupt Englischunterricht hatte, versucht, englischsprachige Songs aus dem Radio nachzusingen. Also habe einfach die Laute nachgemacht und die Melodien nachgesungen. Auf die Art und Weise habe ich mir damals ein sehr nützliches Werkzeug zum Songschreiben angeeignet, ohne dass mir das bewusst war. Diese Woche habe ich den Text zum Song Ego Jar für mein neues Album Poetry of a Cynic fertiggestellt und anhand dieser Songs kann ich sehr gut zeigen, was ich mit dem Pseudo-Englisch meine. Ich habe eine Aufnahme gefunden von einem Konzert 2015, wo ich den Song tatsächlich schon mal gespielt habe und wir hören da mal kurz rein. Also man merkt hier schon, dass so ein paar Zeilen Sinn machen, die vielleicht nicht unbedingt miteinander in Verbindung stehen und dass auch Worte dabei sind, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Ursel. Earth, Cell, Ursel. Im Februar diesen Jahres war ich in Leipzig, um Konzerte zu spielen. Und in der Freizeit, die ich da hatte, habe ich mich dem Song nochmal mehr gewidmet, um ihn für mich selbst als Idee aufzunehmen. Er hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Text und wir hören einfach mal in die Aufnahme rein. Down with deception of who want to seek you. It's anything that I've been searching for so long. This time tonight we cry. The surnames of the tides of life. Wenn ich mir solche Aufnahmen im Nachhinein immer nochmal anschaue, finde ich es eigentlich recht interessant, was schon für Zeilen drin stecken, die thematisch irgendwie auf das hinweisen, wohin sich dann der Text auch tatsächlich entwickelt hat. Und es ist nicht selten so, dass ich eine dieser Pseudo-Englisch-Zeilen, die dann doch Sinn ergeben, als Einstieg in den Text nutze. Bei diesem Song war das zum Beispiel die Zeile I just need to let go of things, die sich wiederholt eingeschlichen hat, während ich an die Idee rumgebastelt habe. In den folgenden Zeilen hat sich dann auch langsam ein Thema rauskristallisiert. Und zwar habe ich über eine Eigenschaft geschrieben, die ich an mir selbst entdeckt habe, die ich irgendwie selbst entwickelt habe und die mir sehr gut gefällt. Nämlich, dass ich meinen Fokus auf die Dinge lege, auf die ich tatsächlich Einfluss habe und mich nicht so sehr damit aufzuhalten, mich über Dinge zu ärgern, die ich im Endeffekt gar nicht ändern kann. I can't comprehend the reason why I tend to turn my head away from desperate fights, feel strenuously despite the barren gain. Mir ist da gleich das Bild von Don Quixote mit den Windmühlen in den Sinn gekommen. Und an der Stelle habe ich dann auch ein bisschen Recherche betrieben, ob mir vielleicht die Geschichte von Don Quixote noch mehr mit an die Hand gibt. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich den Ritter der traurigen Gestalt in der Hinsicht sehr spannend finde, dass er versucht, jemand zu sein, der er nicht ist und sich dadurch immer wieder verläuft. In dem Zusammenhang habe ich mich dann auch nochmal mit dem Ich, dem Über-Ich und dem Es beschäftigt. Und der Frage, warum wir uns auf bestimmte Art und Weisen geben, obwohl wir vielleicht irgendwie tief in uns wissen, dass es uns nicht wirklich voranbringt. Eigentlich ist es schon lustig. So bin ich dann von einer Zeile, die ich beim Jam unbewusst von mir gegeben habe, zu einem Text gekommen, der sich thematisch damit beschäftigt, dass uns Selbsterkenntnis schwerfällt, weil wir uns selbst nicht wahrnehmen können, solange wir versuchen, was Gegenteiliges darzustellen. Mittlerweile benutze ich auch gerne Mindmaps oder andere grafische Darstellungen, einfach um eine bessere Vorstellung von dem zu bekommen, was ich eigentlich ausdrücken möchte und um mir dabei zu helfen, den roten Faden besser verfolgen zu können. Das Belohnendste am Texteschreiben finde ich zurzeit eigentlich, dass ich, sobald er fertig ist, das Demo zu dem Song aufnehmen kann. Da hat sich für den Gesang mittlerweile so ein Workflow eingestellt, dass ich einfach 4 Takes hintereinander aufnehme
und dann so eine Art Frankenstein aus diesen Aufnahmen zusammenbastel und durchs Editing ein wirklich gutes Take rausbekomme. Sometimes I just need to let go of these. The portraits I'm a thirst for, and somehow colors shine through this foreign scene. A prospect had to quench my thirst. Yet sometimes I still act too tired to learn. Noch eine Kleinigkeit zu dem Titel, den ich gewählt habe: Ego Jar. Diesmal kam der Titel recht spät, nämlich erst als der Text fertig war, und das ist eigentlich eher untypisch für mich. Normalerweise entsteht der Titel schon während des Textschreibens oder sogar noch davor. Die Inspiration für den Titel kam diesmal mehr oder weniger aus der Tierwelt. Ihr kennt bestimmt alle das Experiment, in dem Gläser aufgestellt werden mit Nahrungsmitteln, in die dann Primaten reingreifen und aus dem Glas nicht mehr rauskommen, weil sie die Nahrung nicht loslassen. Und irgendwie trifft es das auf den Punkt. Wir haben gewisse Selbstbilder, an die wir uns klammern und uns dadurch nicht entwickeln können. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ich will denjenigen unter euch, die es besonders interessiert, die Möglichkeit geben, in die Demos, die ich hier aufnehme, reinzuhören. Wenn ihr Bock darauf habt, dann meldet euch einfach zu meinem Newsletter an. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr das gemacht habt, werdet ihr von mir schnellstmöglich eine Mail mit einem Zugriffslink zu den Demos bekommen. Wenn ihr schon angemeldet seid, habt ihr die Mail wahrscheinlich schon erhalten. In dem Sinne, bleibt kreativ, wir sehen uns.